Ja, der Anstoß hat ja nun erfolgreich geklappt, nur es ist keine einzige Spielkugel reingegangen. Das heißt, der Mitspieler oder die Mitspielerin, die jetzt dran ist, nachdem der Anstoß passiert ist, versucht, irgendeine Kugel hineinzuspielen. Und zwar mit dem weißen Spielball eine farbige so zu treffen, dass sie in eine Tasche rollt. Und das versuche ich jetzt mal mit der 3. Es hat geklappt. Jetzt habe ich die vollen Kugeln. Ich habe eine reingespielt, habe einen ordnungsgemäßen Stoß gemacht, kein Foul, kein Fehler und darf jetzt weiterspielen. Jetzt sehe ich, da hinten in der Ecke liegt eine Kugel. Die kann ich jetzt als nächste reinspielen. Auch da versuche ich ganz geschickt hineinzuspielen. Das hat auch geklappt. Jetzt bin ich nochmal dran. So, jetzt haben wir hier die 7. Die versuche ich jetzt vielleicht auch in das Loch zu spielen. Das hat nicht geklappt. Das heißt, jetzt wechsle ich mal die Rolle. Jetzt werde ich zur Mitspielerin. Und die hat jetzt automatisch, da ich ja eine volle reingespielt habe, die vollen, hat die Mitspielerin oder Mitspieler jetzt die halben. Und wenn ich jetzt gucken will, wo ich eine halbe rein spielen kann, sehe ich hier die 12. Und dann sieht er gleich meinen Rücken. Oder die Kameraposition wechselt. Ja, ich habe jetzt die halbe ausgesucht, die 12, und versuche, die dort hinten ins Loch zu spielen. Jetzt habe ich eine Kugel reingespielt und bin nochmal dran. Jetzt versuche ich die 9 in die Mitteltasche zu spielen. Was bei uns immer etwas schwieriger ist, weil hier steht noch ein bisschen Pflanzen rum. Und dann muss man versuchen, sich da irgendwie zu positionieren und hoffen, dass es trotzdem gut geht. Habe ich die zweite Kugel reingespielt. Ich bin weiter dran. Muss mir jetzt überlegen, welche ich dann reinspielen kann. Vielleicht kann ich es mal mit der 11 probieren. Ah, das hat nicht funktioniert. So geht das Spiel im Prinzip weiter, bis wir am Ende nur noch die schwarze 8 haben. Wir verkürzen das mal, dass wir nur noch die schwarze 8 dort zu liegen haben und erklären euch dann, wie man die Kugel reinspielt. So, wir sind jetzt weiter fortgeschritten im Spiel. Es sind nur noch 3 Spielkugeln auf dem Tisch. Eine volle, eine halbe und die 8. Und der Mitspieler, der die vollen spielt, ist jetzt dran. Und versucht, seine letzte volle auch ins Loch zu spielen. Das hat funktioniert. Jetzt gibt es 2 Regeln, die man spielen kann. Die eine lautet, man muss die schwarze Kugel als letzte reinspielen in das gegenüberliegende Loch. Und die andere Regel lautet, man sucht sich jetzt eine Kugel aus, ein Loch aus, wo man die schwarze reinspielen will. Das muss man aber auch die ganze Zeit probieren, auch wenn es nicht funktioniert. Wir machen mal die Variante gegenüber ins Loch. Und jetzt muss ich versuchen, die Schwarze da irgendwie hinzuspielen. Und das ist aus dieser Position ja gar nicht so einfach. Dann versuche ich es mal über Bande. Ich habe sie getroffen, aber die Schwarze nicht eingespielt.
Jetzt ist wieder die Mitspielerin dran und denkt sich, das liegt ja klasse, da kann ich meine Kugel ja auch reinspielen. Sie darf ruhig ins selbe Loch spielen. Nach unserer Regel müsste sie auch hier reinspielen. Da das aber ja langweilig wäre, gilt die Regel, wenn man dasselbe Loch gespielt hat, die letzte, dann gilt die Regel, dass man dann gegenüber rein muss. Also derjenige, der die vollen gespielt hat, muss hier rein. Und diejenige, die halben gespielt hat, muss in das andere Loch. Ja, wir könnten jetzt hier eine halbe Stunde hin und her spielen, aber wir verkürzen das Ganze und zeigen euch jetzt nur noch, wie man die 8 reinspielt. Sind noch zu sehen? Die 8 ist jetzt reingespielt, ordnungsgemäß, das heißt, die Weiße muss auf dem Tisch liegen bleiben und derjenige, der die Vollen gespielt hat, hätte jetzt in diesem Fall gewonnen.